Geschätzte Medienschaffende, vielen Dank, dass Sie so zahlreich erschienen sind zu der heutigen Medienkonferenz. Wie immer, wenn Bern etwas entscheidet, der Bundesrat oder das BAG oder Swissmedic oder ECIF, wo wir dann eine Zuständigkeit haben, kommunizieren wir natürlich umgehend. So auch heute, eigentlich 2 Stunden nach der ECIF-Medienkonferenz. Ich darf Ihnen vorstellen, Dr. Peter Indra, Leiter vom Amt für Gesundheit, der Jörg Gruber, sein Stellvertreter und Abteilungsleiter von der Versorgungsplanung und zuständig mit den Spitälern für die Koordination für die Covid-Patienten. In der ersten Reihe ist unsere Kantonsärztin Dr. Christiane Meyer und der Reto Bohrer, unser Stabschef Pandemie, wenn es fachliche Fragen gibt, die wir nicht mehr beantworten können, sondern unseren Fachleuten dann würden übergeben. Ja, fast 2 Jahre Corona-Pandemie und wir alle haben uns eigentlich vorgestellt, dass das an diesen Weihnachten wird fertig sein wird. Und es ist jetzt ein bisschen anders rausgekommen, auch wegen der neuen Variante Omikron. Wir wissen noch nicht allzu viel über die neue Variante. Was wir aber sicher wissen, ist, dass sie sich viel schneller verbreitet als alle bisherigen Varianten. Und darum bleibt das Impfen extrem wichtig. Das Boosteren, da kommen wir dazu, aber auch Erst- und Zweitimpfungen. Die aktuelle Situation ist für die Bevölkerung eine Herausforderung, weil die Bevölkerung nochmal oder immer noch sehr gefordert ist. Und natürlich auch der ganz, ganz grosse Teil der Bevölkerung, der sehr früh Eigenverantwortung übernommen hat und sich früh impfen lassen hat, der jetzt teilweise durch die neuen Massnahmen auch eingeschränkt ist. Ich verstehe auch, dass man da teilweise natürlich frustriert ist. Ich kann das selber ja auch nachvollziehen. Ich rufe Sie einfach auch dazu auf, da nochmal mitzumachen, durchzuheben. Und ich kann Ihnen versichern, dass wir unser Bestes geben. In dieser unsicheren Situation ist es entscheidend, dass alle Verantwortungsträger ihre Rolle in der Pandemiebewältigung wahrnehmen. Das gilt für den Bundesrat, für Swissmedic, für die Eidgenössische Kommission für Impffragen oder natürlich auch für uns, Kantone. Am Freitag hat der Bundesrat aufgrund der aktuellen Situation neue Massnahmen beschlossen. Er hat dabei auch eine Anregung vom Kanton Zürich aufgenommen. Wir haben nämlich gefordert, dass wer boostert ist, soll ausgenommen werden von den 2G-Plus-Regeln. Dass die also keinen Test machen müssen, wenn die entsprechende Firma oder Institution überhaupt 2G-Plus vorsieht. Vor diesem Hintergrund sind wir jetzt natürlich gefordert, nämlich es ist unsere Aufgabe, nach den Vorgaben vom Bund möglichst rasch und effizient, aber ich würde es auch gerne betonen, sicher zu impfen und das Funktionieren von der Zürcher Gesundheitsversorgung sicherzustellen. Über alles gesehen ist das bis jetzt recht gut gelungen. Im Kanton Zürich sind bis heute rund 1,1 Millionen Menschen geimpft, also rund 80% der Personen ab 12, also den Leuten, die überhaupt Zugang haben zu der Impfung bis jetzt. Rund 350'000 Personen, also ein Drittel von allen vollständig geimpften Personen, haben schon einen Booster bekommen. Dass es bei der Boosterimpfung im Kanton Zürich so schnell vorwärts geht, haben wir der erfolgreichen Zusammenarbeit mit vielen, vielen Leuten zu verdanken. In den Gemeinden, in unseren Partnern und auch in den Spitälern. Nur so können wir den Bürgerinnen und Bürgern einen niederschwelligen Zugang zu der Impfung und ein flächendeckendes Netz im Kanton anbieten. Im Kanton Zürich bestehen über 600 Impfmöglichkeiten. Bis vor wenigen Wochen ist man ja davon ausgegangen, dass Boostern bzw. dass die Auffrischimpfung erst nach 6 Monaten wird nötig sein und bis dort einen guten Schutz gewährleistet. Omikron hat auch diesbezüglich alles ein bisschen auf den Kopf gestellt. Wir begrüssen es darum, dass die Frist zum Boostern auf 4 Monate verkürzt worden ist. Wäre natürlich wünschenswert gewesen mit ein bisschen Vorlauf und wenn es ein bisschen früher gewesen wäre. Aber wir alle, die in der Pandemie involviert sind, sind es mittlerweile gewohnt, dass immer wieder etwas auf den Kopf gestellt wird, dass wir immer wieder rasch müssen auf neue Entwicklungen reagieren. Der Bund, aber jetzt auch der Kanton. Die Corona-Situation, man kann es sagen, bleibt weiterhin dynamisch, wir auch. Zürich haben wir am letzten Freitag, also wenige Stunden nach der Vorankündigung durch den Bund, dass Booster in näherer Zukunft schon nach 4 Monaten wird möglich sein, die Frist selbstständig auf 5,5 Monate reduziert. Und so haben seit letzten Samstag 180'000 Menschen Gelegenheit gehabt, einen Termin zu buchen. Wir werden jetzt im zweiten Schritt per morgen Mittwoch, 22. Dezember, die Frist auf 5 Monate reduzieren. Es ist unser Anliegen, dass die Personen, die zuerst geimpft worden sind, die vielleicht auch früher die Gelegenheit wahrgenommen haben, ihre Verantwortung wahrgenommen haben, dass wir ihnen auch eine kurze Zeit von der Priorisierung einräumen, dass sie zuerst ihre Impftermine buchen im Januar. Es sind rund 155'000 Termine, die ab morgen gestaffelt aufgerufen werden zum Impfen. Sie kommen wieder SMS und Briefe über,
Wichtig ist, die Leute müssen sich nicht bei uns melden, wir melden uns bei den Leuten. Aber schon per 1. Januar 2022 werden wir dann für alle öffnen, also bei allen, die Grundimmunisierung 4 Monate zurückliegt, können ab dem 1. Januar 2022 einen Termin buchen. So werden wir bereits bis Ende Jahr etwa 450'000 Personen im Kanton Zürich boostert haben. Und bis Anfang Februar werden dann alle die, die die Auffrischimpfung, Grundimmunisierung 4 Monate her ist und das auch wollen, müssen wir auch noch betonen, bis Anfang Februar werden sie Gelegenheit haben für einen Termin. Das alles bedeutet, können Sie sich vorstellen, logistische, organisatorische, grosse Herausforderungen und Koordination, sicher auch mit Blick auf unseren Kanton Zürich, den grössten Kanton mit über 1,5 Millionen Einwohnern. Wir haben darum aber auch für Zürcherinnen und Zürcher neue Impfangebote geschaffen. So haben bereits gestern das neue Pop-up-Impfzentrum in Dietikon den Betrieb aufgenommen. Morgen Mittwoch startet das Impfzentrum in Meilen. Und wir eröffnen bereits nächste Woche ein Drive-in-Impfzentrum auf dem Flugplatz Dübendorf. Anfangsjahr kommen das Impfzentrum zu Horgen und zu Wetzikon dazu. Und Mitte Januar können wir auch bereits jetzt ankündigen, werden wir noch ein Impfzentrum beim Glattzentrum eröffnen können. Sie sehen, wir tun alles dafür, den Zürcherinnen und Zürcher den Booster so nahe wie möglich zu bringen und sind sehr dankbar, wenn die Bürgerinnen und Bürger das auch wahrnehmen. Ich übergebe jetzt an Dr. Peter Indra. Er wird Ihnen Details von unserer Impfkampagne erläutern und nachher wird Sie Jörg Gruber über die aktuelle Situation in unseren Spitälern informieren. Bitte. Ja, danke Nathalie. Danke vielmals Nathalie, sehr geehrte Damen und Herren. Ich tue Sie sehr gerne zuerst einmal mit ein paar Zahlen belästigen, weil Zahlen, das ist unser Cockpit. Ohne das sind wir im Blindflug und das ist so unsere Startseite, wo wir jeden Tag damit starten, zum Wissen, wo wir sind. Und die Zahlen, die sind eindrücklich. In den obersten Zielen sehen Sie die Anzahl erste Impfdosen, 1,1 Millionen, dann Anzahl zweite Impfdosen, also die vollständige Grundimmunisierung, 1,034 Millionen. Dann bereits Boosterimpfungen und Sie sehen, wir sind bereits bei 343'000 Boosterimpfungen, die erfolgt sind. Bis Ende Jahr, die Frau Regierungsrätin hat es gesagt, werden es 450'000 Impfungen sein und total 2,5 Millionen verabreichte Impfdosen. Das ist eine gewaltige Zahl, die sich schweizweit wirklich sehen lässt. Das ist unsere Bemühung zum Verhindern, was nämlich in den nächsten Zielen kommt, nämlich die Infektionen. Auch da sehen wir die vielen positiv Testeten, den 7-Tages-Mittelwert, wo Sie sehen, dass wir eigentlich unterhalb vom Schweizer Mittel liegen, dass es Kantone gibt, die beim Doppelten liegen, mit den Todesfällen und dann vor allem die Hospitalisierungen in den drittuntersten Zielen. Das ist das, was uns umtreibt. Wir wollen ja, dass wir die Sicherheit für die Bevölkerung in den Spitälern sicherstellen können, dass, wenn man erkrankt, dass man entsprechend auch kann in den Spitälern behandelt werden, insbesondere natürlich auch auf den Intensivstationen. Sie sehen, wir haben momentan 218 Hospitalisierte und 54 auf der Intensivstation. Da kommt nachher mein Kollege Jörg Gruber noch dazu. Das ist so unser Cockpit, das uns hilft, zu jonglieren durch die ganze Situation durch. Jetzt wird es ein bisschen interessanter für Sie. Das ist ein Ausschnitt von den letzten 3 Monaten, wie sich die Säulen, die blauen, die Infektionen, die täglichen Fälle entwickelt haben, die Covid infiziert sind, mit dem 7-Tages-Mittel. Und wir haben, sind wir davon ausgegangen, eigentlich so ein Plateau im Moment erreicht in dieser 5. Welle. Man sieht es ganz rechts am Bildrand. Und wenn man so wirklich hoffnungsvoll ist, hat man das Gefühl, es gänge sogar zurück. Jawohl, es geht zurück. Das ist richtig. Aber das ist die Delta-Welle, die wir jetzt haben, das Delta-Virus, das wir haben. Und mit dem Omikron-Virus, das ja bereits gefallen ist. Das Omikron-Virus wird uns da wahrscheinlich noch einen Streich spielen. Wir gehen davon aus, dass die Welle wird zweigipfelig sein wird. Dass wir nämlich Mitte Januar, Ende Januar davon müssen leider ausgehen, dass wir eine Omikron-Welle haben, die vielleicht sogar noch höher ist als der Ausschlag, den Sie hier sehen. Wir wissen, dass Omikron ansteckender ist, die Omikron-Variante, als Delta-Variante.
aus der Erfahrung in anderen Ländern. Sie lesen vielleicht die Mitteilungen von London, von Dänemark, wie das dort am Explodieren ist, wie sich das ansteckt. Die grosse Frage ist nicht, ist es ansteckender als Delta? Die grosse Frage ist, was wird es mit denen, die infiziert sind, machen? Nämlich müssen die häufiger hospitalisiert werden mit schwereren Krankheiten, schwereren Erkrankungen, oder gibt es einen milderen Verlauf? Und dazu haben wir im Moment noch keine Aussagen. Das müssen wir noch abwarten. Aber das ist das, was nachher die Spitäler würde belasten. Und darum ist eben die Schutzimpfung wichtig. Wir wissen auch aus den Erfahrungen von anderen Ländern und aus der Schweiz, dass der Impfschutz nachlässt. Das muss erneuert werden, also eben boostert werden. Und dass die Wirkung gegen die Omikron-Variante halt nicht mehr ganz so gut ist wie gegen die Delta-Variante. Aber wenn man boostert ist, sicherlich ein höherer Schutz da ist, als wenn man nicht boostert ist. Und das bestärkt uns im Vorgehen, dass wir nämlich hier alle Energien setzen, die Boosterimpfungen so schnell wie möglich umzusetzen. Das ist eine sehr schöne Darstellung, eine von meinen Lieblingsdarstellungen, wo man so ein bisschen den Verlauf sieht von der ganzen Pandemie, die wir hatten. Zuoberst oben nämlich die Ansteckungen. Und Sie sehen, wir sind in der fünften Welle höher mit den Ansteckungen, als wir bis jetzt je in der zweiten Welle zum Beispiel gewesen sind. Und Sie sehen in der untersten Darstellung, nämlich bei den Hospitalisierten und Beatmeten, dass wir in der zweiten Welle, wo nämlich die Impfungen noch nicht vorhanden waren, natürlich wesentlich mehr Hospitalisationen hatten und auch Intensivbehandlungen, als wir es jetzt haben mit der Impfung. Und das ist eben die grosse Frage, wie wird sich das mit Omikron entwickeln? Und darum setzen wir auf die Boosterimpfungen. In unserem Bulletin haben wir ganz auf der rechten Seite die Anzahl der Boosterimpfungen. Sie sehen hier die bekannte Zahl von den 343'000 Boosterimpfungen, die schon stattgefunden haben. Wir impfen ungefähr so zwischen 10'000 und 15'000 Impfungen pro Tag mit steigender Anzahl, dass wir die Boosterimpfungen durchführen können. Wie in der ersten Impfreihe mit der ersten und zweiten Impfungen sind vor allem die Personen über 65 und da vor allem auch die Heimbewohner unser erstes Ziel, die zu schützen. Und eine gute Nachricht, wir werden in den Alters- und Pflegeheimen Ende Dezember, also sprich in 12 Tagen, wenn ich mir, ja 10 Tage, werden wir rund 100% von denen, die sich haben wollen, impfen lassen in Alters- und Pflegeheim, können geimpft haben. Das teilweise durch Ärzte, die in diesen Heimen impfen, oder durch mobile Equipen, die ausrücken. Das ist schon mal eine gute Nachricht. Wenn wir uns jetzt ein bisschen mit den Zahlen auseinandersetzen, wo vor allem auch der Bundesrat Berset in seiner Pressekonferenz am letzten Freitag die Senkung von 6 Monaten auf 4 Monate oben aber verkündet hat, wo heute der KIF auch fachlich bestätigt hat, sehen Sie, was das zahlenmässig heisst. Oben der Querpfeil zeigt den Abstand von 6 Monaten bis zum 21.12., also bis zu heute an. Und wir liegen dort bei einer Zahl von 500'000 Personen, die bis jetzt in der Lage waren, sich impfen zu lassen, wo nämlich ihre Impfung, Erst- und Zweitimpfung, die 6 Monate bereits zurückliegt. Wenn wir jetzt von einer Senkung von 4 Monaten reden, dann sehen Sie, dann haben wir ein Potenzial von rund 432'000, das ist die Differenz zwischen 500 und 932'000, Personen, die auf einen Schlag eigentlich zugelassen würden zu deren Impfung. Weil der Herr Berset das am letzten Freitag angekündigt hat, aber der KIF das noch nicht umgesetzt hat, hat sich der Kanton Zürich bereits am Freitag entschieden, einen ersten Schritt zu machen. Wir sind 2 Wochen vorwärts gegangen auf 5,5 Monate. Und Sie sehen, das tönt so 2 Wochen, aber die 5,5 Monate machen 180'000 Personen aus, die ein SMS bekommen, die benachrichtigt worden sind, am ersten Tag 140'000, die zugelassen sind zu deren Impfung. Wir werden von morgen an weitere 155'000 zusätzlich befähigen, sich für einen Termin anzumelden. Und dann ab dem 1. Januar werden rund 100'000 Personen dazukommen. Also Sie sehen, was das mengenmässig heisst. Das ist nur 100'000 ist ein Vielfaches von dem, was Mengen Ostschweizer Kanton an sich hat. Also das ist eine Gewaltsmenge.
um das aufzuzeigen, was das hat. Und das Ganze wollen wir natürlich auch können stemmen. Sie sehen hier nochmal die Historie, wie das Ganze gegangen ist, wo die Frau Regierungsrätin eigentlich Ihnen die Termine bekannt gegeben hat, was unsere Schritte dazu werden sein. Jetzt, wie wird das Ganze bewältigt? Das Ganze wird wiederum in einer Verbundstrategie bewältigt, wie man sie schon aus dem Frühling und im Sommer kennt, nämlich kombiniert von Impfzentren, kombiniert mit Arztpraxen und Apotheken. Das gibt eine Gesamtimpfleistung von aktuell im Moment, wo wir noch nicht ganz alles etabliert haben und hochgefahren haben, haben wir eine Grössenordnung von 16'000 Impfungen pro Tag, die wir umsetzen können in diesen Impforten. Die Impforte sind rund 14 Impfzentren, wenn man das Tram als Impfzentrum auch mitrechnet. Über 500 Arztpraxen, die am Impfen sind. Über 100 Apotheken, die hier am Impfen sind, und zusammen gibt das die Impfleistung ab Januar mit diesen Verstärkungen, mit diesen Pop-up-Impfzentren und aber auch mit dem Impfzentrum im Glatt werden wir auf eine Grössenordnung von 23'000 Impfungen pro Tag kommen. An den Wochenenden, Samstag und Sonntag zusammengezählt, werden es etwa 10'000 sein, weil da zum Teil die Kapazitäten reduziert sind. Also, wir setzen auf die Verbundstrategie, wobei unsere Impfzentren, die jetzt auch schon genannt worden sind, die Impfzentren, die wir hatten, die neu eröffneten Impfzentren, Grünhinterleit, das Glattzentrum in Wallisellen und das Drive-In in Dübendorf. Bülach kommt nochmal eine Verstärkung über und die 4 Pop-up-Impfzentren, die wir gegründet haben in Meilen, Dietikon, Horgen und Wetzikon mit den Terminen, die Sie aus der Medienmitteilung herauskommen. Was hat das als Resultat zur Folge? Das Resultat ist, dass wir, wenn wir rund von 1 Million Menschen ausgehen, wo Ende Februar werden die Frist von diesen 4 Monaten erreicht haben, dass sie eine Karenz haben zwischen der Zweitimpfung und der Boosterimpfung. Sie ist 1 Million Menschen, dann werden wir Ende Jahr 450'000, also ungefähr 45% von dieser Menge können geimpft haben. Und Ende Anfangs Februar gehen wir davon aus, dass die 1 Million Menschen wird können geimpft sein können. Diejenigen, die eine Impfung bekommen und diejenigen, die wollen eine Impfung bekommen. Da gehen wir bei dieser 1 Million davon aus, dass gegen 100% werden wollen geimpft werden. Vielleicht noch als Ergänzung. Sie haben auch mitbekommen, dass Kinderimpfung zugelassen worden ist. Und wir haben uns da natürlich vorbereitet, früh Kontakt aufgenommen mit Kinderärzten und Kinderspitälern. Wir gehen heute davon aus, dass noch dieses Jahr der Impfstoff bei uns wird eintreffen im Kanton Zürich. Es braucht dann noch 1-2 Tage, bis geprüft ist, ob der Impfstoff auch die richtige Temperatur hat, also dass er tatsächlich brauchbar ist. Das macht unsere Kantonsapothek, die uns da sehr stark unterstützt in der ganzen Logistik. Und wir gehen auch davon aus, dass wir werden anfangs Januar, ab dem 3. Januar, können Impfungen durchführen, das in 3 Spitälern, im EBPI, im Kinderspital und in Uster, wo Kinder werden können geimpft werden und in über 50 Arztpraxen von Pädiatern, die Impfungen auch werden können auf Termin verabreicht werden, sodass wir auch für diesen Teil bereit sind. Und jetzt, was das auch Auswirkungen hat für die Spitäler, wie die Lage im Moment aussieht, würde ich gerne Jörg Gruber übergeben. Ja, vielen Dank, Peter. Gerne tue ich Ihnen jetzt anhand der nächsten 4 Folien die Situation und die Lage in den Zürcher Spitälern präsentieren. Sie sehen auf dieser Folie das Spital insgesamt. In den Zürcher Spitälern liegen aktuell 218 Covid-Patientinnen und Patienten. 10% rund sind außerkantonale Patienten. Und insgesamt vor allem Covid-Patientinnen und Patienten sind 71% ungeimpft. Mit Blick auf die Intensivstationen sieht man, dass aktuell 54 Covid-Patientinnen und Patienten intensivmedizinisch betreut werden müssen. 3 von 4, also 75% rund, müssen davon künstlich beatmet werden. Von diesen 54
IPS-Covid-Patienten kommen 10 aus anderen Kantonen und 85% sind ungeimpft. Jetzt sieht man, dass die Spitäler schon einige Wochen rund mit 90% auf den Intensivstationen ausgelastet sind. Davon sind schwankend zwischen 25% und 30% IPS-Kapazitäten durch Covid-Patienten gebunden. Das zeigt uns, dass die Spitäler und vor allem auch das Personal auf den Intensivstationen jetzt schon längere Zeit sehr stark ausgelastet sind. Das einerseits. Auf der anderen Seite sieht man aber auch noch, dass die Spitäler sehr viel daran setzen tun, dass Spitalversorgung für die Gesamtbevölkerung und auch für Non-Covid-Fälle umfassend und möglichst gut angeboten werden soll. Da auch darum die ganz hohe Belastung der IPS-Stationen. Das ist auch ein Anliegen der Gesundheitsdirektion, dass man wirklich der gesamten Bevölkerung, auch den Non-Covid-Fällen, eine möglichst gute und zeitnahe Behandlung kann anbieten. Jetzt, Zürcher Spitäler und ihr Personal tun jetzt wirklich schon seit gut 2 Jahren wirklich sehr intensiv und gute Arbeit leisten in der Bewältigung der Pandemie. Und es zeigt sich, dass Spitäler sehr gut organisiert sind und dass sie auch sehr gut aufgestellt sind. Sie sind weiterhin in der Lage, ihre Funktion als Zentrum für spezialisierte Medizin auch überregional wahrzunehmen. Und das zeigt sich auch an den außerkantonalen Fallzahlen, wo man ja auf der IPS bis ein Fünftel außerkantonale Covid-Patienten betreuen. Dieser Rolle kommen die Spitäler auch weiterhin nach, obwohl natürlich die Behandlung von Covid-Fällen vor allem auf den Intensivstationen sehr kostenintensiv sind und mit höheren Zusatzkosten verbunden sind. Und da geht auch unser Aufruf an die anderen Kantone, sich an diesen Zusatzkosten auch zu beteiligen. Auf dieser Folie sehen Sie im Vergleich vom 21. Dezember 2020 mit dem heutigen Tag. Und auffallend, vielleicht gerade der orange Kreis oder die beiden orangen Kreise, wo Sie sehen, dass man heute im 7-Tages-Mittel Neuinfektionen im Umfang von 1321 Fällen haben. Vor einem Jahr waren das 817 gewesen im 7-Tages-Mittel. Also, wir haben aktuell viel höheres Infektionsgeschehen. Trotzdem sind heute die Hospitalisationen um einiges tiefer. Also insgesamt in den Spitälern minus 60%, also 220 versus 538 vor einem Jahr. Und auch auf der Intensivstation haben wir fast auch nur die Halbbelastung von Covid-Patienten bei den Spitälern. Das ist einerseits ein klares Indiz für die Wirkung der Impfungen und auch dafür, dass die Impfungen auch vor schweren Krankheitsverläufen schützen. Das ist auch ein Grund, dass aktuell die Spitalversorgung auch von Non-Covid-Patienten mit weniger Einschränkungen funktionieren kann als im letzten Dezember. Denn es müssen aktuell, obwohl auch schon Fälle verschoben werden müssen, weit weniger Fälle verschoben werden, weil halt Kapazität und Ressourcen für die aufwendige Behandlung von Covid-Patientinnen und Patienten halt weniger gebunden sind wie vor einem Jahr. Es kann festgehalten werden, dass Spitäler auch heute sehr hoch belastet sind, sich die Covid-Situation in den Spitälern aber dank der Impfungen auf hohem Niveau aber stabil zeigen tut. Aber die lang und andauernde Ausnahmesituation in den Spitälern zollt halt auch dort ihren Tribut. Aufgrund von Personalausfällen und auch von Personalabgängen in den vergangenen Monaten könnt von den eigentlich 190 zertifizierte IPS-Betten, aktuell nur 172 IPS-Betten betrieben werden. Das
für die Spitäler exklusiv zu Kispi. Beim Kinderspital ist es so, dass sie eigentlich auch 25 zertifizierte Ipsbetten haben, momentan auch nur in der Lage sind, aufgrund vom Personal 19 von denen zu betreiben. An dieser Stelle muss man wirklich den Spitälern und im Speziellen auch dem Spitalpersonal recht herzlich danken für das enorme Engagement und auch die grosse Leistung, die Sie in den letzten Monaten, ja fast zwei Jahren, hier auch vollbracht haben. Man kann durchaus auch sagen, dass die Zusammenarbeit mit den Spitälern sehr gut funktioniert. Die Gesundheitsdirektorin steht im regelmäßigen und im engen Austausch mit den Spitaldirektoren und auch mit Vertretern vom VZK. Wir haben anfangs von der zweiten Welle im Herbst 2020 mit den Spitälern zusammen ein wirklich gut funktionierendes System aufgebaut, wo den Spitälern eine sehr hohe Eigenverantwortung auch bei der flexiblen Anpassung von ihren Kapazitäten und Ressourcen übertragen hat. Die Spitäler untereinander haben wiederum einen Code of Conduct vereinbart, wo sicherstellen soll, dass die Lasten, die aus Covid entstehen, wirklich auch gleichmäßig verteilt werden. GED gibt in dem System den Rahmen vor, unterstützt Spitäler in der Koordination und überwacht, greift aber nur wirklich dann ein, wenn es notwendig ist. Und wir sind auch fest der Überzeugung, dass das System funktioniert und wollen auch an dem festhalten. Es ist schon angesprochen worden, die Situation zeigt sich momentan leicht ansteigend, aber relativ stabil, schon seit Wochen in den Spitälern und auf den Impfstationen. Jetzt auch angesichts von Omikron und der noch nicht ganz genauen Auswirkungen, wo das auf die Spitäler wird haben, muss man sich gleich schon die Frage stellen, ja, was haben wir noch für Möglichkeiten auch in Zukunft? Und da ist ganz klar, da wird es darum gehen, auch freie Kapazitäten müssen schaffen für die Behandlung von Covid-Patienten, falls die Fallzahlen auch ansteigen würden. Was haben wir für Möglichkeiten? Das eine ist noch eine vermehrte Reduktion von nicht dringlichen Eingriffen. Ein weiterer Schritt wäre dann auch die Reduktion vom Personalschlüssel eben zum Betrieb und zur Ermöglichung vom Betrieb von allen zertifizierten IPSBET bis hin auch zu der Schaffung von zusätzlichen Ad-Hoc-Bett, was natürlich nur geht, wenn man auch weniger qualifiziertes Personal hinzufügen wird. Wir sind uns alle ja bewusst, dass jede einzelne von dieser Massnahme zu negative Auswirkungen auf Versorgungsqualität im Spital wird haben. Und das muss einfach jedem und auch jeder bewusst sein. Und nur eine hohe Impfquote wird sicherstellen können, dass Spitäler in so einer Phase nicht vollständig überlastet werden sie und dass auch eine hohe Impfquote wird dafür sorgen, dass die gesamte Zürcher Bevölkerung auch weiterhin, auch die Non-Covid-Fälle, gute Spitalversorgung wird in Anspruch nehmen können. Und in dem Sinn, impfen, impfen, impfen und boostern. Und da gebe ich das Wort weiter an Frau Regierungsrätin. Danke vielmals für die Ausführungen. Es ist eine eindrückliche, eigentlich auch eine erschreckende Zahl, dass 85% von der, vielleicht kann man nochmal zurückgehen, 85% von den Covid-IPS-Patienten sind nicht geimpft. Wenn wir uns vorstellen, was die eigentlich wenigen Leute auslösen, seit einer langen Zeit, seit zwei Jahren, seit einem Jahr, bald haben wir Zugang zu der Impfung. Eigentlich ist das unhaltbar, dass das ganze Spitalpersonal, allen voran das IPS-Personal, aber mit auch die Spitalorganisation eigentlich darunter leidet, bis hin zu der ganzen Bevölkerung, wo jetzt auch wieder Massnahmen auferlegt worden sind. Ich hoffe, unser Appell erreicht die Ungeimpften, die adressiert sind. Wir sehen es, der Jörg Gruber hat es gesagt, die Impfung schützt vor schweren Verläufen. Sie schützt auch zu einem grossen Teil vor Todesfällen. Aber es kann nicht sein, und ich denke, die Diskussion müssen wir im 2022 führen, dass eigentlich wenige Leute die ganze Spitäler Gesundheitsversorgung so an Anschlag bringen nach zwei Jahren Pandemie. Ich erlaube mir auch noch die Bemerkung, dass von allen Ausserkantonalen, die auf der IPS sind, stand heute Morgen, alle auch nicht geimpft worden sind.
Es nützt ja nicht sehr viel, wenn in Zürich wir so eine hohe Impfquote haben, Zürcherinnen und Zürcher so viel Eigenverantwortung wahrnehmen, wenn in anderen Kantonen die Impfquote tief ist und nachher der Anspruch da ist, dass man dann in den Zürcher Spitälern entsprechend behandelt wird. Um aber auch noch das Positive noch mal zu sagen, mit Vergleich vor einem Jahr und mit Blick aufs Ganze sieht es relativ gut aus, es sieht relativ stabil aus und das haben wir unseren Zürcher Spitälern und dem Personal zu verdanken. Jetzt würde ich gerne öffnen, wem darf ich das Wort geben für eine Frage? Oder auch nicht, selten sind wir so klar gewesen, dass der Herr Rudetz hat eine Frage. Doch, gerne. Ja, wie machen Sie es mit der ganzen Off-Label-Geschichte? Ich glaube, in Bern, wenn ich das richtig mitbekommen habe, wollte man ja jetzt gar nicht impfen oder halt erst mit der Frist von 6 Monaten. Wie lösen Sie das Problem? Wird es Verzögerungen geben in den Impfzentren, wie man dann jeden Einzelnen muss aufklären muss? Und dürfen auch Apotheker dann Off-Label impfen? Also, das ist eine sehr berechtigte Frage. Das ist ja genau das Thema gewesen, wo uns am Freitag beschäftigt hat, wo der Bundesrat per se gesagt hat, jetzt kann man auf 4 Monate runtergehen, aber eigentlich das offizielle Platzwert von der ECIF noch nicht da war. Das Platzwert von der ECIF heisst nicht, dass es dann nicht off-label ist. Es ist immer noch off-label, weil off-label ist von Swissmedic gesteuert und vom Hersteller. Das heisst, es ist off-label, aber der Bund mit der ECIF-Empfehlung übernimmt gewissermaßen eine Staatshaftung. Das heisst, der Fachperson, die die Impfung durchführt, die verantwortliche Arzt, muss nach wie vor eigentlich ein Aufklärungsgespräch mit dem Patienten machen. Aber mit der ECIF-Empfehlung ist das eine vereinfachte Version, die relativ schnell geht. Das kann man in Form von einem Merkblatt machen, wo die, die sich impfen lassen, schnell durchlesen können. Die Fachperson fragt, haben sie es verstanden, was da drin steht, und kann dann die Impfung durchführen, wenn er sagt, ja. Also es ist ein bisschen erschwerend. Bei uns haben wir uns entschieden, dass wir das so vereinfacht durchführen, sodass wir keine Zeit verlieren. Es braucht vielleicht eine halbe Minute mehr oder allenfalls bei einzelnen Personen, die noch ein Arztgespräch wollen, noch das Arztgespräch, aber sollte das Ganze nicht verzögern. Mit der Apotheke sind wir jetzt im Gespräch, um diese Situation auch miteinander angehen können. Denn unsere Absicht ist es, dass natürlich sowohl Arztpraxen als auch Apotheken als auch Impfzentren das machen können, aber das ist noch im Gespräch. Gibt es weitere Fragen? Ja. Können Sie, Frau Mayer, sagen, wie stark der Booster gegen Omikron hilft? Und die zweite Frage ist, wenn jemand erkrankt ist in letzter Zeit, trotz Impfung, wie sehr man geschützt ist gegen Omikron? Ja, also ich würde Ihnen gerne eine ganz klare Antwort geben. Die gibt es, glaube ich, im Moment noch nicht. Wir wissen, dass die Impfung auch gegen Omikron schützt. Sie schützt allerdings nicht so gut wie gegen Delta. Und da spielt es nicht so eine Rolle, ob es ein Booster oder eine erste Zweitimpfung ist. Also Zweitimpfung. Ich glaube, die erste Impfung, die ist wirklich noch schwächer. Eine zweite braucht es auf jeden Fall. Aber man weiss, dass zumindest in den ersten 4 Monaten man doch mit einem Booster oder mit einer zweiten Impfung einen besseren Schutz hat, auch gegen Omikron wie gar nicht. Das ist, glaube ich, kann man mit gutem Gewissen so sagen. Wie eine Erkrankung schützt gegen eine Omikron-Variante, ist auch in der Fachwelt noch nicht ganz klar. Wir sehen, dass die Leute auch nach einer Delta-Erkrankung zum Teil wieder erkranken mit Omikron. Also das stellen wir fest und da müssen wir die Weiterentwicklung auch schauen und wie das geht. Aber darum macht es auch Sinn, dass sich Leute, die erkrankt sind, dann auch noch boostern, entsprechend die Empfehlungen. Weitere Fragen? Ja, gibt es allenfalls eine Altersstaffelung? Also es ist ja so ein bisschen vom Bundesrat auch angetönt worden, dass man also die Älteren sollte bevorzugen, aber wenn ich es richtig verstanden habe, können einfach alle Schleusen offen. Ja, das Woche ist... Eine Woche. Eine Woche lang. Gut, ja, genau die zeitliche Staffelung, aber nicht irgendeine Altersstaffelung. Nein, das ist richtig. Wir haben uns entschieden, die Staffelung nicht durchzuführen,
für diejenigen, die besonders betroffen waren, sind, ist sie ja schon passiert, weil die haben sich ja schon impfen lassen und die anderen haben mehr oder weniger gute Gesundheit. Und eine Staffelung passiert natürlich auch, ist auch automatisch jetzt ein bisschen mit diesen 2 Wochen, dann nochmal 2 Wochen passiert. Aber wir machen keine bewusste Staffelung drin. Es ist ja so, man kann die Termine buchen ohne Altersbeschränkung. Von diesen 180'000 Leuten, die sich jetzt seit dem letzten Samstag können, zusätzlich anmelden können, wie viele von diesen Terminen sind weg? Also sind die gerade alle schon gebucht oder hat es dort noch offene? Vielleicht kannst du, Reto, nachher noch die genauen Zahlen ergänzen, wenn sie hast. Wir haben am Samstag 30'000 gehabt, jetzt sind es ungefähr 2/3 der Termine, die weg sind, wo wir zur Verfügung hatten. Also man kann sagen, es hat einen richtigen Run drauf gegeben, wo nicht eine Panik, aber ein Run, die sind weg. Und es ist tatsächlich so, dass wir jetzt für den Dezember nicht mehr viele freie Termine haben und wer jetzt anfängt buchen, bereits eigentlich in Januar kommt. Aber das ist auch nicht so schlimm. Unsere Kantonsärztin hat es ja ausgeführt, wie das ist. Der Impfschutz hört nach 4 Monaten nicht komplett auf, sondern man hat gegen schwere Verläufe, gegen Verläufe hat man einen Schutz. Und von dem her ist die Staffelung, die man jetzt macht mit diesen 4 Monaten, etwas, was wir auch begrüßt haben, wo wir auch gesehen haben, dass es sinnvoll ist und darum froh waren, dass es der Bundesrat macht. Es wäre einfach für uns gut gewesen, für Kantone gut gewesen, wenn das ein bisschen koordinierter gekommen wäre und nicht von einem Moment auf den anderen mit einer relativ kurzen Vorbereitungszeit. Aber ich glaube, wir haben können aufzeigen, dass wir im Kanton Zürich jetzt eine optimale Situation geschaffen haben, dass wir selbst diesen grossen Andrang können bewältigen können. Noch weitere Fragen? Das ist nicht der Fall. Ich glaube, was man auch sagen kann, in unserem WEGMI-Portal kann man ja nach Impfort suchen und man findet also auch immer wieder Termine schon, haben mir jetzt auch Leute aus meinem Umfeld gesagt, schon am nächsten oder am übernächsten Tag. Vielleicht einfach nicht gerade im Impfzentrum vor der Haustüre, aber gut sind wir in Zürich also gut erschlossen mit all unseren S-Bahnen und die Impfzentren haben ja grösstenteils auch viele Parkplätze. Dann möchte ich Ihnen eigentlich danken. Sie sehen, die Herausforderung bleibt. Die Situation ist herausfordernd, aber in diesem Rahmen sind wir gut unterwegs. Ich möchte Ihnen allen schöne Weihnachten wünschen. Ich möchte auch der Bevölkerung danken, dass sie immer noch dranbleiben, so gut mitmachen. Speziell natürlich auch am Gesundheitspersonal, wo das alles überhaupt ermöglicht. In den Spitälern, in den Heimen, in den Arztpraxen, in den Apotheken und natürlich auch bei den Spitex und in den Impf- und in den Testzentren. Das Personal bringt wirklich Höchstleistungen in dieser herausfordernden Zeit. Und Ihnen, geschätzte Journalistinnen und Journalisten, auch schöne Weihnachten und viel Zuversicht auch fürs nächste Jahr. Und denken Sie immer daran, es gibt auch positives Schreiben im Rahmen von der Situation. Es läuft eigentlich auch vieles gut, aber natürlich passieren in dieser Jahrhundertpandemie auch uns Fehler. Wir sind dankbar, wenn Sie uns weiterhin konstruktiv begleiten. Alles Gute fürs nächste Jahr. Thank you.